Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Da hinten sieht man schon, was wir letzte Folge gemacht haben. Wir haben einen Beomon umgehauen. Und jetzt geht's weiter voran. Ja, die Heiltränke, die tun mir ganz gut, würde ich sagen. Ich habe ein paar verbraucht letzte Folge. So. Und ihr werdet jetzt alle... Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich Salinsuken machen. Und das war's. Oh, es kommen neue. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich ein paar auf einen Haufen sehe. Okay, das war's mit ihnen. Hier gibt es wieder ein paar Tränke. Sehr gut. Da unten sind schon wieder neue Opfer. Klar, das neue kommt. Nein, nicht das Schwert umwandeln. So. Easy clap. Also für sowas liebe ich Odin, ne? Ah, schade. Man muss nur hier ein bisschen aufpassen, weil er das ein bisschen vorbereiten muss. Aber dann, wenn das erstmal trifft, dann ist Sanizuku quasi voll. Oh, hoppala, ich habe das Schwert nicht umgewandelt. Ah, hier kommen keine neuen. Habe ich sowas wie eine Karte? Nee. Ah, von da bin ich gekommen. Hier wird es ein bisschen weitläufiger, habe ich das Gefühl. Ah, hier sind viele von diesen Typen. Ah, ich nehme an, da wo die ganzen Viecher stehen, geht's weiter. Oder kann man hier durch? Hier kann man durch, okay. Und warum steht ihr hier unten alle?
Ich wollte eigentlich seine Suppen machen und nicht den Move. Aber okay. Eieiei, ich muss einen Heiltrank nehmen. So, und jetzt seid ihr fertig. Wie gesagt, es ist hier anscheinend ein bisschen weitflächiger. Die habe ich nicht erwartet. Nee. Ich finde das schade, dass man keine Karte benutzen kann in so festen Dungeon und... Weil oben war ein Weg und hier geht's auch weiter. Anscheinend. Aber wahrscheinlich führen mich beide Wege irgendwie dann... Über diese Brücke dort gelangen wir ins Heiligtum. Okay, das ist der Weg auf jeden Fall. Dann ist es nicht mehr weit. Das ist so herrlich OP gegen normale Gegner, ne? Okay, meine Heiltränke sind wieder voll. Was geht hier? Ah, scheiße. Oh, jetzt kommt die Rammattacke. Kann er mal drauf gehen? Der ist fast weg. Also, anders geht es wohl nicht. Ja. Die Türen sind alle verschlossen, ne? Hm.
Den Weg, den ich gemieden habe, führt der hier irgendwie zusammen? Was ist, ah, das ist nur eine Kiste. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Blutige Haut. Oh, hier draußen gibt es Besuch. Ne, ich bin hier oben beim Schiff. Der andere Weg war da unten irgendwo. Vielleicht hat er auch einfach in einer Sackgasse geendet, wo es Items gab. Kann natürlich sein. Oh, Mizikatzi! Oh, Mizikatzi hat... Ja, super, ich habe daneben gehauen. Das ist also das Problem an dem Move. Du lädst ihn auf und wenn du daneben haust, gibt es keine Folgenattacken. Sie ist weggesprungen. Ich sehe nichts. So, sehr gut. Das kann ich jetzt ausnutzen. So. Oh, er ist sogar noch gebrochen. Das wird ihm wehtun. Ja, also man muss ganz deutlich sagen, jetzt wo ich Odin ein bisschen ausprobiert habe, er ist wirklich bockstark und Bahamut und Odin sind mit Abstand die besten Espers. Da fallen die anderen schon etwas ab. Aber das war zu erwarten. Ich finde diesen Phönix-Schlag, den ich noch habe, also den man von Anfang an hat, finde ich noch echt stark. Die Titan Faust ist auch Bombe. Und ja, du kannst leider nur 6 haben, ne? Ich würde am liebsten noch diesen Ice Move von Shiva haben, weil der friert die Gegner ein, der ist auch cool. Und dieser Flächenangriff von Ramut. Das ging viele Gegner auch gut. Aber den braucht man nicht mehr, weil er seinen Zucken hat. Also dagegen stinkt er halt ab.
Die erstmal, die halt ein bisschen zurückfällt, ist Garuda. Diese Krallenangriffe. Obwohl, eigentlich ist es ganz nett. Aua. Diese Fähigkeit mit, dass wenn der Gegner zur Hälfte gebrochen ist, dass du den auf den Boden werfen kannst. Dann ist er nämlich anfällig für heftige Attacken, wie zum Beispiel Titans gerade. Aber die Angriffe machen halt nicht so viel Damage von Garuda. Ist bei Odin auch so, aber das bereitet halt Sanetsuken vor und der macht viel Schaden. Ja, sie haben ja jedem Element eine Esper zugeteilt. Wind ist halt schwierig, ne? Was hätte man statt Garuda nehmen können? Valvaris vielleicht aus Final Fantasy X, aber hat er irgendwie einen Auftritt außerhalb von Final Fantasy X gehabt? Ich glaube nicht, ne? Und dann ist Wind halt ein bisschen schwierig. Und sonst haben sie halt die bekannteste Esper aus jedem... für jedes Element genommen, würde ich mal behaupten. In der einen Zwischensequenz hat Joshua sogar... Leviathan angekündigt. Aber der ist hier irgendwie noch nicht aufgetaucht oder hatte noch keine Relevanz. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, dass eine Esper dann nicht drin ist. Das riecht nach DLC, um ehrlich zu sein. Obwohl der Entwickler gesagt hat, Final Fantasy 16 ist ein fertiges Spiel und es wird keine DLCs geben, aber naja. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich hab verdaut. Stell dich mal irgendwo dahin, wo du nicht getroffen wirst, mein Guter. So. Klar, was mich das trifft. Und Sanet! Hallo, mach Sanetsuken! Ein Supertrank, dass der mich wieder voll macht. Da ist eine Tür oder ein Schalter, der das Tor aufmacht. Ich hoffe, wir sind richtig. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Ist ein dicker Kristallturm zu sehen? Nee. Das riecht nach Boss. Das sieht aber nicht nach Boss aus. Ach, das sind zwei von diesen Typen. Habe ich gar nicht erst erkannt. So, die sind schnell. Die werde ich sehr wahrscheinlich... Ja, ja. Die werde ich mit dem Move wahrscheinlich nicht treffen. Da müssen andere Moves her. Da sollte ich vielleicht nicht drin stehen bleiben. Okay, der ist gestunt. Ausnutzen. Und der eine ist schon weg, die halten nicht so viel aus. Weil sie zu zweit sind. Ja, ich treffe ihn nicht einmal. Außerdem ist das der Falsche. So, du bist gebrochen. Das nutze ich aus, um den Move aufzupacken. Ja, das hat ja fabelhaft funktioniert. Ja, sehr gut. Das können wir punishen.
Ja, ist gut. Hab ich nicht vor. Ich sehe hier nichts Großes. So, möglichst viele mit Giga Flare erwischen. Irgendwo ist hier noch jemand. Ach, hinter mir. Ah, noch ein etwas dickerer. Oh, sind auch reichlich um mich rum. Das nutzen wir mal. Boah, scheiße, ich hab den nicht erwischt. Ich dachte, das reicht von der Reichweite. Die jetzt alle weg, dann brauche ich seine Zug nicht unbedingt auf Gedeih abfeuern. Okay. Ein bisschen gebrochen ist er. Uiuiui, das hat wehgetan. Ja, natürlich baut er sich ausgerechnet dann weg. Komm, brech ihn. Ach, noch mehr! Es hört einfach nicht auf. Die ganze Armee ist hier. Zurück, Joshua. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clive. Hör mich an. Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Was soll ich dann tun? Oh, unerwartete Hilfe. Oh, Dion ist dabei. Nicht allein.
die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Geth. Er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Ich begleiche nur meine Schuld. Prinz Theon. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, eure Hoheit. Dion, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Wenn die edlen Damen und Herren also langsam soweit wären? Schön gesagt, Geth. Wir haben viel zu tun. Oh ja, das haben wir. Wir sind am Ende der Folge und machen nächstes Mal weiter, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.